Mahlzeit, Leute. Im letzten Video habe ich euch ja darüber informiert, dass bald das Halloween-Event bzw. das Festival der Verlorenen in Destiny 2 zurückkehrt und das ist bald soweit. Bungie hat nämlich weitere Infos veröffentlicht, die ich euch gerne in diesem Video näher bringen will. Also fackeln lang wir gar nicht lang rum und legen direkt einmal los. Am 16. Oktober startet der ganze Spaß und zwar für alle, ganz egal ob ihr das DLC Forsaken habt oder nicht oder wenn ihr nur die Grundversion von Destiny 2 habt, dann könnt ihr das hier auch alles spielen, daher ist das für alle sehr interessant. Die Leiterin des Events wird diesmal Amanda Holiday sein und sie wird als erstes einmal den Turm in ein schöneres Aussehen bringen. Es wird alles ein bisschen anders aussehen. Die Optik ändert sich, ist, sage ich mal, schön, aber nichts Spannendes. Es kommen neue Triumphe hinzu, die wir auch sammeln können. Falls es Leute gibt, die Triumphe jagen, da werden sie auf jeden Fall Spaß dran haben. Aber auch für alle anderen Spieler kommen tägliche Beutezüge. Aus diesen täglichen Beutezügen werden wir Seelenbruchstücke erhalten können. Und mit diesen Seelenbruchstücken kann man dann bei Amanda Holiday Masken kaufen und ein Automatikgewehr, ein Halloween-spezifisches Automatikgewehr Gruselgeschichte. Bin sehr gespannt drauf, was die Waffe für Perks hat und ob sie gut ist. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Das war aber noch nicht alles. Es kommt noch eine neue Aktivität ins Spiel hinzu. Diese Aktivität heißt Spukfrost. Das Ganze funktioniert in etwa so, wie gesagt, Bungie hat es nur ganz kurz beschrieben, wie genau es dann später ablaufen wird, welche Tipps und Tricks es dabei geben wird, das erfahrt ihr natürlich hier auf dem Kanal, daher abonniert jetzt schon mal, das wird sich lohnen. Nun aber zum Spuckfrost, was wir jetzt kennen ist, dass man 15 Minuten lang Zeit hat, so tief wie möglich in diesen Spuckfrost vorzudringen und auf dem Weg bei diesem Vordringen dann möglichst viele Gegner besiegen. Und je weiter man reinkommt, desto schwieriger wird es und dann wird es natürlich am Ende auch Belohnungen geben. Wie gesagt, mehr weiß man da noch nicht so richtig, klingt wie so eine Art Dungeon auf Zeit und je weiter man kommt, desto schwieriger wird es, desto bessere Belohnung bekommt man vielleicht sogar, wer weiß, keine Ahnung. Das Ganze wird man solo spielen können, aber auch in Spielersuche oder mit euren Freunden. Das heißt, da ist man auch nicht auf sich allein gestellt, es gibt da eine Spielersuche. Dann wird es etwas später, also das Ganze geht ja, was ich jetzt erzählt habe, am 16. Oktober los. Denn am 30. Oktober kommt ja noch ein Update und da kommt auch eine, sage ich mal, Detektiv-Quest ins Spiel hinzu. Bei dieser Quest wird es darum gehen, dass man den Tod von Meister Ives aufdecken soll und zwar wurde er ermordet und man soll Licht ins Dunkel bringen, wer war das, warum war das und den Schuldigen natürlich irgendwie bestrafen oder zur Rechenschaft ziehen. Bei dieser Quest wird es mächtigen Loot geben, das heißt ganz umsonst ist es auch nicht und ja, wir schauen dann, was es da so noch auf uns zukommt. Wie gesagt, das mit der Quest startet dann am 30. Oktober. Während des ganzen Festival der Verlorenen wird es flüchtige Engramme geben. Diese Engramme sind so etwas wie die Standhaftigkeitsengramme, die wir jetzt auch schon haben, nur dass sie so ein Halloween-Zeug enthalten, also spezielle Shader, spezielle Sparrows, spezielle Geisthüllen und alles drum und dran. Und wir bekommen diese neuen flüchtigen Engramme zusammen mit den Standhaftigkeitsengrammen pro Levelaufstieg, also ganz normal, sprich bei jedem Level up gibt es gleich zwei von diesen Engrammen, also doppelten Loot und alle sind glücklich. So, ansonsten war es das eigentlich auch schon mit diesen kurzen Infos. Das ist alles, was man bisher über das Fest der Verlorenen weiß. Wie gesagt, nächste Woche geht es los und da könnt ihr mit weiteren Tipps und Tricks von mir rechnen, falls es sich lohnt. Vielleicht ist es ja alles selbsterklärend, wer weiß. So, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.